Bei Funkelschatz bringt der Drachenpapa eine Eissäule zum Schmelzen, damit alle Drachenkinder so viele Funkelsteine wie möglich sammeln können. Zu Beginn kommt das Eisschollenplättchen in die Mitte des Spielplans. Die Eisringe werden darüber zu einer Säule gestapelt, in die bis zum Rand Funkelsteine gefüllt werden. Jeder Spieler nimmt sich ein Drachenkind und setzt es in seine Ecke. Der erste Spieler ist der Feuerspucker und stellt den Drachenpapa vor sich hin. Der Reihe nach wählt jeder Spieler ein Funkelsteinplättchen aus und legt es vor sich hin. Dann hebt der Feuerspucker vorsichtig den obersten Eisring von der Säule. Die dabei herunterfallenden Funkelsteine werden nun eingesammelt. Der Feuerspucker beginnt und wirft die Funkelsteine in der Farbe seines Funkelsteinplättchens in die Höhle hinter seinem Drachenkind. Dann nehmen sich die anderen Spieler nacheinander die Funkelsteine ihrer Farbe und werfen sie in die Höhle hinter ihrem Drachenkind. Sind keine Funkelsteine der eigenen Farbe heruntergefallen, geht man diesmal leider leer aus. Funkelsteine, die in die Löcher neben der Eissäule gefallen sind, bleiben dort in der Höhle des Drachenpapas. Auch Funkelsteine, deren Farben nicht gesammelt werden konnten, werden in die Löcher der Drachenpapa-Höhle geschoben. Die Funkelsteinplättchen werden wieder zurück in den Vorrat gelegt, sodass sich der Reihe nach jeder Spieler ein neues nehmen kann. Im Uhrzeigersinn wird der Drachenpapa weitergegeben. Dieser Spieler hebt dann den nächsten Eisring von der Säule. So wird weitergespielt, bis alle Eisringe weg und alle Funkelsteine, die nicht auf der Eisscholle liegen, nach den Regeln verteilt sind. Hebt dann den Spielplan hoch und zählt die Funkelsteine in den Höhlen. Wer die meisten hat, gewinnt. Smith Toys Superstores. Wenn ich ein Spielzeug wäre.